Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live. Talkradio in der Nacht von Freitag auf Samstag, die bei uns ja traditionell immer ganz offen ist für all eure Themen. Und ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Monika. Das stimmt, ne? Ja. Hallo Monika, 58, ne? Ja, hallo, hier bin ich. Monika, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich folgendes Problem, Dominan. Ich gucke deine Sendung sehr oft und habe, also ich finde es ganz toll und dachte, mich betrifft es eigentlich nie. Mhm. Ja, aber nur hat es mich einfach auch mal erwischt. Ja. Und zwar geht es um folgendes. Ich habe eine ganz gute Freundin. Ja. 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 Und wir kennen uns seit 10 Jahren. Mhm. Wir waren Arbeitskollegen und mit einmal ist sie krank geworden. Mhm. Ja. Schlimm? Schwer krank? Ja, sie hat Zungenkrebs. Oh. So, und seit dem 3. Januar, jetzt 2008, ja, ist sie ins Krankenhaus gekommen. Ja. Vorher, ihr Mann kannte ich auch immer, ja? Mhm. Also nur, aber nur bloß so. Mhm. Und jetzt ist sie ganz schlimm krank und dadurch sind wir uns näher gekommen. Du und ihr Mann? Ja. Was heißt näher gekommen? Also näher gekommen. Also weil sie nicht mehr reden kann. Sie hat praktisch ein Loch im Hals und kann mit mir nicht mehr sprechen. Wir haben sonst stundenlang uns angerufen und telefoniert und über alles gesprochen. So, da hat sie gesagt, na, also geschrieben hat sie denn, wenn irgendwas ist, soll ihr Mann denn anrufen. So, und dadurch kam er dann mal zu mir nach Hause und dann haben wir über alles gesprochen. Und war auch alles okay. Mhm. Aber so jetzt seitdem sind wir uns irgendwie näher gekommen. Naja, aber meine Frage war gewesen, was heißt näher gekommen? Habt ihr ein Verhältnis angefangen? Ja. Das heißt, ihr schlaft miteinander? Aber erst später. Aber das ist schon passiert? Ja. Und schon öfters passiert? Ja. Die Freundin liegt sehr schwer krank im Krankenhaus. Na, im Moment, ja, jetzt ist sie im Moment wieder zu Hause. Ja. Ist die Krankheit so fortgeschritten, dass es keine? Sie ist immer dann ab und zu mal zu Hause. Mhm. Dann muss er anrufen, weil sie halb erstickt, wegen Schleim und Wissigabsaugung da aus dem Loch, was sie im Hals hat. Ja. Ist die Krankheit so fortgeschritten, dass es keine Hoffnung mehr gibt? Ja, ja. Die Frau wird also, deine Freundin wird sterben? Ja, ja. Ja. Sie kann sich. Das wissen wir beide. Und der Krebs ist im Mund so fortgeschritten, dass sie überhaupt nicht mehr sprechen kann? Lymphdrüsen, Hals. Also sie kann überhaupt nicht mehr mit mir reden. Mhm. Ja. Mhm. Und ich war jetzt Pfingsten bei ihr wieder gewesen, weil sie gesagt hat, hier am Montag Pfingsten war ich da, weil sie gesagt hat, ich soll mal kommen. Ich habe sie bloß noch angeguckt im Krankenhaus. Die hat meine Hände gestreichelt. Mhm. Ja, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ja. Unser Leben geht weiter. Würdest du sagen, dass zwischen dir und diesem Mann von deiner Freundin eine Liebesbeziehung sich jetzt entwickelt hat? Ja. Ja. Du würdest sagen, dass du diesen Mann liebst? Ja. Und sagt dieser Mann das zu dir auch? Er hat gesagt, er kann die Gefühle auch nicht mehr abstellen. Ja. Aber das ist natürlich eine schwere Situation. Das ist deine beste Freundin seit 10 Jahren. Und sie liegt quasi im Sterben, schon seit einiger Zeit. Ja, also, ja. Mhm. Aber wir wissen beide, dass es mit ihr nichts mehr wird. Mhm. Ja? Mhm. Und sie ruft dann immer noch, also sie ruft nicht an, sie lässt durch ihren Mann praktisch durch ihm anrufen, ich soll mal kommen, soll ihr irgendwas noch bringen. Tust du das dann auch? Ja, mache ich. Behandelt er sie auch gut? Er ist ein Wunder. Er behandelt sie super. Mhm. Ja, mhm. Er macht alles viel. Mhm. Wirklich. Mhm. Aber dich plagt ein schweres, schlechtes Gewissen. Ja. Mhm. Plagt ihn das Gewissen auch? Nee,
Eigentlich, ja, doch, ein bisschen auch. Aber dich mehr? Mich mehr, ja. Kann das sein, dass ihr schon vorher, schon vor einigen Jahren, euch irgendwie schon nett gefunden habt, aber... Nee, sympathisch, sagen wir mal, nur geredet und so weiter, weiter ja. nichts. Ja? Also heimlich verliebt warst du nicht in ihn gewesen? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein, es ist jetzt alles durch diese Situation entstanden. Was glaubst du, wie lange deine Freundin noch leben wird? Das ist schwer zu sagen, ich weiß, aber so... Ja, na, vielleicht noch ein Jahr oder, ja... Also, ist ganz schlimm mit ihr. Denn sie kann nicht mehr raus. Sie hängt an Apparate zu Hause auf. Da kommt dreimal Pflegedienst, um abzusaugen. Sie kriegt nur noch künstliche Ernährung. Und da hat sie mir aufgeschrieben, weil sie ja nicht reden kann. 2 Jahre bekommt sie nur noch künstliche Ernährung und hat keine Zähne mehr im Mund und nichts. Ja. Es gibt keine Therapie mehr, keine... Nein, im Krankenhaus haben sie jetzt praktisch wieder entlassen, weil sie sagt, es gibt nichts weiter. Wenn wieder irgendwie Erstickungsgefahr ist oder so, muss er ein Rettungsamt anrufen. Aber muss er auch berufstätig, ja. Er arbeitet auch. Ich verstehe. Monika, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation, finde ich. Sehr schwierig. Ja. Darum habe ich mal einfach mal angerufen. Weißt du, was ich finde, was an erster Stelle stehen muss? Aber ich habe den Eindruck, das ist auch so. An erster Stelle muss stehen, dass ihr beide, du als die beste Freundin und er als ihr Mann, dass ihr beide euch so gut wie nur irgend denklich und möglich um die sterbenskranke Frau kümmert. Das machen wir. Auf alle Fälle und ich auch. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Das Zweitwichtigste oder genauso wichtige, ich hebe es genauso auf gleiche Stufe, ist, dass diese schwer kranke, sterbenskranke Frau niemals davon erfahren darf. Nein, genau. Niemals. Genau. Niemals, genau. Niemals. Dieses Leid dürft ihr ihr nicht antun. Nein, das dürfen wir ihr nicht antun. So. Und was darüber hinausgeht, wer will da urteilen? Wer will urteilen? Wenn ihr beiden euch jetzt gefunden habt und ich möchte darüber nicht urteilen, dann ist das eben euer Weg. Aber im Moment, solange diese Frau lebt, muss das Wohl der Frau an erster Stelle stehen. Genau. Was dann mit euch beiden geschieht, das ist eure Sache. Na, wir haben ja gesagt, wir warten ab. Und ich bin auch so, dass ich nicht da irgendwie bedränge oder ihm irgendwie, Also wenn er sich nicht meldet, ich weiß, er hat genug im Kopf alles, ja. Du darfst aber auch nicht, Monika, dein schlechtes Gewissen dir ansehen lassen bei deiner Freundin. Nein. Das musst du, wenn richtig, dann auch klar durchziehen. Ja, nein, ich sage ja, wie gesagt, wenn sie hat mir auch einen Brief geschrieben und ich soll mal wieder rumkommen und weiß ich nicht, ja, weil sie ja nicht reden kann. Ich rede denn, ich bin dann mit ihr bis ich 2 Stunden, aber ich rede denn nur. Sag mal, wäre es denn, es hat sich nun mal so ergeben, dass ihr beiden zueinander gekommen seid. Ja. Gab es da einen Moment, wo du dachtest, nein, ich warte auf jeden Fall die Erkrankung meiner, ich warte noch etwas? Ja. Aber dennoch konntest du es nicht? Nee, und er aber auch nicht. Und er auch nicht. Weil wir uns dann öfter mal getroffen haben, darüber gesprochen haben und irgendwie, wisst ihr, wie es manchmal ist, so länger geblieben und er hat Zärtlichkeiten gebraucht, ich auch, ja. Aber wie geht denn das? Bleibt er über Nacht bei dir? Nein. Nein, das geht ja gar nicht. Nein. Außer wenn sie im Krankenhaus ist. Ja, aber... Monika. Ich sage es nochmal, ich will darüber nicht schlecht urteilen. Nein. Ihr müsst euch um die Frau kümmern. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und wenn ihr das am besten mit einer neuen Liebe könnt, dann macht es so. Dann ist es auch, gut. Ist auch okay. Dann ist es auch okay. Es ist zwar ein Aber erst mal um die Frau kümmern, genau. Die dürft ihr niemals, auch nicht eine Sekunde, aus euren Gedanken herauslassen. Nein. Will ich auch nicht, denn ich hab die auch lieb, ja. So. Und das war mein Problem. Und es darf auch durch keine dritte Person an die Frau herankommen. Nein. So. Gut. Dann sind wir uns klar, Ja, war es ganz schwierig, war, Dummi? Ich glaube, wir haben uns verstanden, ne? Ja, und ich bedanke mich, ja. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören.
Das ist in der Tat sehr schwer. Das ist in der Tat sehr schwer. So eine Situation. Aber ich glaube, wenn die Monika das jetzt so macht und die beiden das so machen, dann ist das auch okay. Wenn es auch eine sehr ungewöhnliche Entwicklung des Lebens ist, sagen wir es mal so. Ich bin verbunden mit Risto und Risto ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Risto. Ja. Heißt du wirklich Risto? Ja, ich heiße so. Was ist, hab ich noch nie gehört, den Namen. Was ist das für ein Name? Ja, also ich komme selber aus Serbien. Ah. Und der Name, der ist schon öfters so in Finnland zu hören. In Finnland? Ja, richtig. Guck an, wo ich doch so gerne in Finnland bin. Bitte? Ich sage, wo ich doch so gerne in Finnland bin. Ich habe das noch nie gehört, aber egal. Ja. Ja. Also Risto. Um was geht's bei dir, Risto? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ist so, ich kenne jemanden, mit dem ich 8 Jahre befreundet bin. Ja, und, ein Mann. Bitte? Ein Mann. Ein Mann, genau. Der ist 45 Jahre alt, kommt aus Gelsenkirchen. Und es ist so, dass ich öfters mit dem feiern gegangen bin, aber wir hatten auch schon privat sehr viel miteinander zu tun. Und hast du ihn aber sehr jung kennengelernt, ne? Ja, durch Bekanntenkreise und so. Und da lernt man sich halt so kennen, ne? Okay. Und das Krasse ist jetzt so, ich fange direkt schnell mal an so. Bitte, ja. Zuletzt habe ich ihn halt letztes Jahr getroffen bei mir auf der Arbeit, weil ich komme aus der Gastronomie und kam ja immer so zwischendurch abends mal bei mir essen und so. So, und das war halt das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Und wir hatten nach komischerweise keinen telefonischen Kontakt mehr und so. Ich habe auch nie wieder was von ihm gehört und so. Und vor 3 Wochen, dann bin ich beim Kollegen irgendwie und auf einmal kam XY, Aktenzeichen, und da wurde halt nach dem gesucht. Ach. Ja, also sprich, dass er seit einem Jahr vermisst wird und keiner weiß genau, was mit ihm ist. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Also ich bin vielleicht sogar einer der letzten, der ihn sogar noch gesehen hat. Das war so Anfang Mai gewesen. Hast du dich denn bei der Polizei sofort gemeldet? Also ich habe dann direkt bei der Sendung selber angerufen. Ja, ja. Und da habe ich mit den Polizisten aus Gelsenkirchen gesprochen. Mhm. Der hat mich zwar so ein paar Sachen gefragt, er wollte mich aber noch zurückrufen, aber da kam leider noch nichts. Mhm. Und die vermuten halt, dass der eventuell ermordet worden ist oder... Keine Ahnung. Das ist dann auch eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen euch beiden über einen so langen Zeitraum. Was war das für eine... Ja, meinst du, könnte man es sogar Freundschaft nennen oder war es einfach eine Bekanntschaft? Also doch schon eher Freundschaft. Nur aber komisch, dass ihr dann gar keinen Kontakt mehr miteinander hattet. Oder so wenig dann am Ende. Ja, das Problem ist, wir beide gehen ja halt viel arbeiten. Mhm. Und so, dass ich zwischendurch mal Techno auflegen gehe. Ja. Und wenn ich irgendwie mal auflegen musste, dann habe ich ihn halt immer angerufen, er wird nicht mitfahren und er hat mich halt öfters mal begleitet. Ja. Das war auch schon mehr so ein Kontakt, sage ich jetzt mal. Aber es war kein schwules Verhältnis. Bitte? Es war kein schwules Verhältnis. Nee, ich bin auch hetero. Ja. Nee, nee. Ja. Das Problem auch an der ganzen Sache ist, also was mir komisch aufgefallen ist, in den ganzen 8 Jahren hatte er nie eine Freundin gehabt oder so. Also, und wie hat dieser Mann denn sonst so gelebt? Also keine Freundin? Was hat er vom Beruf gemacht? Also der ist Industriekaufmann beim RWE gewesen in Essen. Ja. Hast du ihn auch mal dann zu Hause bei sich besucht? Ja, klar, schon öfters. Und wie sah das so zu Hause aus? Also ganz, also sehr, alles so Designer-Sachen und also schon, also er hat auch gut verdient und so. Alles ordentlich, alles so in Schuss und so. Ganz genau. Kann es sein, dass er sich... Damals, da warst du 16 ungefähr, als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Dass er sich vielleicht doch irgendwie heimlich in dich verliebt hat und sich nicht getraut hat, dir zu sagen. Nee, darum geht's überhaupt nicht. Ja. Also, was ich vermute, ist, dass er entweder ein Doppelleben hatte, sprich irgendwie Moshammer-mäßig oder so, weil ich mit mehreren Leuten darüber gesprochen habe. Also doch, dann was Schwules. Aber er hat sich nie geoutet. Naja, ist mir schon klar. Nur ich habe schon mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen irgendwie. Und die vermuten halt sowas. Dann gab es zum Beispiel noch eine andere Vorgeschichte. Das war so, dass ich vor 2 Jahren in so einem Club aufgelegt habe in Duisburg. Mhm. Und da war er auch mit dabei. Und während ich aufgelegt habe, kam es irgendwie zu einer Auseinandersetzung mit so einem Typen. Dann wurde der Typ rausgeschmissen. Da kam auch die Polizei. Dann 3-4 Stunden später meinte er, ich sollte ihn zum Auto begleiten, falls da irgendwas passiert. Dann ist was passiert, da sind irgendwie 6-7 Leute auf uns zugerannt und die haben alle auf den eingeschlagen und eingetreten.
Also ich konnte mich nur irgendwie in den Club retten, weil vor lauter Panik habe ich mich halt irgendwie noch da reingekriegt. Mhm. Und dann kam ich raus und da lag er schon blutig so auf dem Boden und so. Mhm. Dann lag der erstmal 3 Tage im Krankenhaus. Mhm. Das Ganze ging auch vor Gericht, aber es ist so ausgegangen, dass der Täter leider nur Bewährung gekriegt hat. Ja. Und die haben das auch in dem Film bei XY auch so dargestellt, dass er auch eventuell Angst hatte von den Leuten, dass da noch irgendwie, dass das damit noch was zusammenhängt. Wenn du sagst Doppelleben à la Mooshammer, hat man denn bei Aktenzeichen XY ungelöst da auch schon in die Richtung eine Andeutung gemacht? Nee, eigentlich nicht. Die haben nur die Andeutung gemacht, dass er sich öfters in der Techno-Szene aufgehalten hat. Die haben auch das, also ich habe nicht alles gesehen. Ja. Aber ich finde es auch schwierig zu sagen, wenn du sagst, Alain Mooshammer, dann hättest du das in diesen 8 Jahren irgendwann mal merken müssen. Dann hätte er irgendwas dir gegenüber äußern oder er hätte dich versucht anzumachen oder irgendwas wäre da. Nee, geschehen. Er war aber nicht. Gar nichts. So, ich habe ihn auch nie gefragt, ehrlich gesagt. Also er hat sich auch nie geoutet und so, weil. Wie weiß man die Umstände, wie und wo er ermordet wurde? Das weiß man nicht. Aber er ist ermordet worden. Nein, das weiß man auch nicht. Ach so, ich hatte gerade verstanden. Das weiß man ja noch nicht. Das sind alles nur Vermutungen. Vermutung, er ist einfach nur verschwunden. Genau. Mhm. Das Problem ist, dass ich mir auch echt voll die Vorwürfe mache, dass ich mich zum Beispiel nie bei ihm gemeldet habe in der Zeit. Also sprich so letztes Jahr Anfang Mai und so. Ja gut, aber ich meine, das war ja doch dann eine sehr merkwürdige Verbindung, die ihr miteinander hatte. Du wusstest eigentlich ganz wenig über diesen Mann. Da war ein riesen Altersunterschied. Ja, und er hat sich ja bei dir auch nicht mehr gemeldet. Also das war ja keine wirklich fundierte Freundschaft auf Augenhöhe. Das war ja schon irgendwie was anderes. Insofern brauchst du dir da nur wirklich keine Vorwürfe machen. Aber ja, du vermutest schon, dass da auch, aber das vermutet die Polizei vermutlich ja auch, etwas sehr Schlimmes vorgefallen ist. Richtig, genau. Mhm. Letzte Woche zum Beispiel habe ich die Bildzeitung an demselben Tag, wo Aktenzeichen XY lief, war das auch vorher schon in der Bildzeitung. Mhm. Da habe ich auch schon mal, also das haben wir einen Freund danach noch gezeigt auf der Arbeit irgendwie. Und das war, also das ist schon ganz krass irgendwie, das eine aus dem Bekanntenkreis. Also, also das hat mich schon sehr mitgenommen irgendwie. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man jemanden so lange gekannt hat, auch wenn man ihn nicht richtig gekannt hat. Aber irgendwie ist es schon seltsam, wenn man sich vorstellt, dieser Mann ist entweder in größter Not zurzeit oder hat er etwas Schlimmes erlebt und ist. Aber der hat auch nie erzählt, dass er irgendwie Probleme hätte, Geld, Sorgen oder auswandern oder so. Davon war eigentlich nie die Rede. Ja, insofern ist diese Theorie mit dem Doppelleben ja schon ganz okay. Richtig. Was auch immer für ein Doppelleben das dann war. Aber ich glaube, Risto, also da finde ich, kann man dich aber ganz freisprechen, dass du dir keine Schuldvorwürfe machen musst. Wirklich nicht. Dafür ist das zu fern letztendlich von deinem Leben. Und nicht greifbar gewesen von dir aus auch. Nur ich wünsche mir auch, dass sich das irgendwie jetzt demnächst aufklärt. Weil in dem Film waren auch die Eltern und so und ist klar, die machen sich natürlich am meisten so. Die Eltern habe ich auch nie kennengelernt. Das war irgendwie der Bruder. Ja. Die wohnten auch weiter weg, aber das ist auch schon Jahre her. Weil er dann auch mitgekommen hoffen wir, dass es sich aufklärt. Noch besser wäre jetzt hoffen, dass es sich aufklärt und er auch wieder auftaucht irgendwie. Ja, das wäre natürlich das Allerbeste. Du verfolgst die ganze Sache sicherlich weiterhin oder wirst eventuell auch von der Polizei Bescheid bekommen. Ja. Hoffen wir das mal gemeinsam alles, Risto. Ja, richtig. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Auf Wiederhören. Gut. Tschüss. Ja, tschüss. Sabine ist 43. Guten Morgen. Ja, hallo, Lumia. Sabine, guten Morgen. Um was geht's? Und zwar geht's um meine Krankheit. Mhm. Was ist das für eine? Bin ich Herz-Lungen erkrankt. Und ich warte quasi auf eine Herz-Lungen-Transplantation. Also das ist eine doppelte Transplantation. Richtig, ganz genau. Ist das eigentlich immer so oder gibt es reine Herztransplantationen? Bei mir ist es halt so, ich bin schon seit früher Kindheit am Herzen erkrankt. Mhm. Und seit 2006 hat man halt Blutgerinnsel in der Lunge festgestellt, plus mehrere Lungeninfarkte. Hängt das oft zusammen, dass wer schwer herzkrank ist, dass er auch dann lungenkrank ist? Also man weiß nicht, wo diese Blutgerinnsel herkommen, die jetzt in der Lunge sind. Ich meine, du wirst ja sicherlich auch andere Patienten kennen. Hängt das oft zusammen bei anderen Leuten auch? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, aber bei dir ist es auf jeden Fall so. Richtig, ganz genau. Na, das heißt, ich war jetzt vor kurzem in Homburg gewesen, weil man vielleicht die Blutgerinnsel rausnehmen wollte. Ja, und bei den Untersuchungen hat man halt festgestellt, dass es nicht geht.
Ne? Und jetzt am 27. habe ich wieder einen Termin im Krankenhaus. Und dann wird man wahrscheinlich sagen, wie es weitergeht. Mhm. Nun stehst du vermutlich auch so in der Transplantationsliste. Richtig, genau, auf der Euro. Genau. Und das ist dann die Situation, dass man quasi jederzeit verfügbar sein muss. Irgendwann kann der berühmte Anruf kommen und dann musst du sofort ins Krankenhaus. Richtig, ganz genau. Und dann würde sowohl Lunge als auch Herz herausgenommen und neu eingepflanzt. Richtig, ganz genau. Stelle ich mir als Laie vor, als eine sehr, sehr große und hochkomplizierte Operation. Richtig, ganz genau. Das ist auch so, ne? Ja, und davor habe ich halt sehr Panik sozusagen. Du hast auf der einen Seite Hoffnung, dass du die Organe bekommst, auf der anderen Seite auch Angst vor diesem Mega-Eingriff. Bei der Transplantation halt auch Angst, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wie geht es dir denn im Moment aufgrund deiner schweren Erkrankung? Nicht so gut. Wie zeigt sich das? Weil ich musste durch die Krankheit, musste ich meinen Job aufgeben. Was hast du gemacht vorher? Ich war Kinderpflegerin. Ja. Beziehungsweise ich wurde 2004, bin ich auch noch erkrankt an Depressionen und Angstzustände. Sodass ich in der Psychiatrie auch war. Das auch noch dazu. Mhm. Und ich sag ja, 2006 wurde halt festgestellt, weil Anfang 2006 habe ich gemerkt, ich bekomme immer schlechter Luft. Mhm. Und Ende 2006 hatte ich dann endlich einen Termin gehabt beim Kardiologen. Und da wurde dann halt festgestellt, dass da Blutgerinnsel sind und Lungeninfarkte sind. Mhm. Sodass ich jetzt Medikamente für Depressionen, Angstzustände, für das Herz, für die Lunge, also ich muss... Oh je. 7 verschiedene Medikamente zu mir nehmen. Stelle ich mir das so vor, dass du auch sehr schwach bist und gar nicht viel mehr unternehmen kannst? Richtig, genau. Du bist viel zu Hause? Ich bin viel zu Hause, ja. Kannst du denn noch alleine rausgehen? Kommt drauf an. Also wenn die Angstzustände nicht sind, dann geht's. Jetzt bei der warmen Luft komme ich kaum noch raus, weil ich kriege einfach keine Luft. Mhm. Achso, genau, die Angstzustände... kommen ja erschwerend dazu. Ich meinte rein körperlich jetzt so. Richtig, genau. Ist schwer zu. Im Moment ist das sehr schwer. Ganz genau. Mhm. Ich lebe also mit meiner Tochter allein, die ist 17. Mhm. Die hilft mir auch sehr viel im Haushalt. Bin ich auch froh drum. Ist diese Erkrankung so, wie du sie jetzt hast? Also ich frage jetzt mal rein, die körperliche Erkrankung des Herzens und der Lunge, auch verbunden mit Schmerzen? Nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Aber immer wieder schon. Mal so Herzstiche, so wie ich denke, vermute ich mal. Mhm. Na, aber wenn kein Organ zur Verfügung stünde, was haben die Ärzte dir erklärt? Was würde geschehen? Ich weiß es nicht. Ich sage, ich war jetzt vor kurzem in Homburg gewesen, da wurde halt festgestellt, dass man nicht operieren kann, also die Blutgerinnsel nicht entfernen kann, weil das Risiko genauso groß wäre wie eine Lungentransplantation, also diese Operation. Und ich habe jetzt erst am 27. jetzt einen Termin im Krankenhaus wieder und ich schätze mal, da wird man mich dann aufklären, wie es weitergeht. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass es da auch Lungeninfarkte schon gab. So wie man mir sagte, ja. Das hast du nicht gemerkt? Nein, die habe ich nicht gemerkt. Das ist ja auch interessant, das habe ich so auch noch nicht gewusst. Ich auch nicht. Mhm. Mhm. Nein, man sagte mir, das ist quasi wie ein Baum, der mehrere Äste hat und die kleinen Äste, dass es dann bei mir verstopft ist durch die Blutgerinnsel. Mhm. Dass die hinteren Äste dann abgestorben sind. Und das sind dann diese Ursachen für einen Lungeninfarkt. Ja. Aber ich habe es nicht gemerkt. Bemerkst du denn so, ich sage es mal so von Monat zu Monat, eine Erschwernis oder dass es dir schlechter geht? Die Luft halt. Mhm. Jetzt vor allen Dingen, wenn es wärmer wird, dass ich da Probleme habe mit der Luft, dass ich dann kaum was machen kann. Gibt es denn ich habe schon Probleme, eine Hose anzuziehen, dass ich dann kaum Luft bekomme. Ah ja. Mhm. Kannst du schlafen? Mit Schlaftabletten. Mit Schlaftabletten. Also nimmst du sehr viel Tabletten wirklich jeden Tag dann ein, für alles rundherum. Ja, richtig, ganz genau. Hat man eine Prognose gesagt, wie lange du ungefähr wirst warten müssen? Kann man das ungefähr? Nein. Das sagt man nicht. Also man sagt nicht, wie hoch man auf der Liste steht. Mhm. Das kann also morgen sein oder in einem Jahr oder in zwei Jahren. Richtig, ganz genau. Mhm. So ist es. Man muss halt warten, bis man drankommt. Macht dir das für dich große Angst? Ja. Die Vorstellung, dass du da auch so eine Zeitbombe in dir selbst quasi richtig, ganz sitzt? Genau. Mhm. Und es macht mir sehr Angst.
Vor allen Dingen, wir sind ja umgezogen, meine Tochter und ich. Wir haben einen kleinen Garten, der ein bisschen verwildert ist. Und dann versuchen wir natürlich, ein bisschen Grund reinzukriegen, sodass ich ein bisschen arbeite dort. Aber ich merke, von der Luft her ist unheimlich anstrengend. Und ich darf mich halt nicht anstrengen, aber ich war immer perfekt und will immer alles erledigen. Und ich muss mich selber bremsen. Das musst du zwangsläufig jetzt, ne? Aufgrund der schweren Erkrankung. Ja, genau. Nur ist halt nicht so einfach, weil okay, durch die Herzerkrankung weiß ich, wie weit ich gehen kann. Jetzt kommt das mit der Lunge noch dazu und ist halt unheimlich schwierig. Weil durch diese Erkrankung habe ich jetzt auch Rente auf Zeit. Ja. Und ich sage, ich bin erst 41. Ja. Und das ist einfach, für mich einfach nicht vorstellbar irgendwie. Man hat vorher funktioniert, man konnte alles machen. Und jetzt kann man halt gar nichts mehr machen. Vielleicht hast du dir vorher aber auch immer zu viel zugemutet. Ja, kann möglich sein. Ja. Aber ich sag mal, ich war vorher 8 Stunden arbeiten, hab den Haushalt geschmissen, hatte noch meinen Ehemann da gehabt. Also das hat mir nichts ausgemacht. Von dem Ehemann bist du jetzt getrennt oder geschieden? Getrennt, ja. Hast du mit anderen Patienten, die in ähnlicher Lage sind wie du, schon irgendwie irgendwo Kontakt aufgenommen? Nein. Nee. Gar nicht. Möchtest du das nicht oder hat es sich einfach noch nicht ergeben? Hat sich noch nicht ergeben. Eigentlich finde ich es nicht schlecht. Weil da kann man wichtige Informationen austauschen. Vielleicht geht es einem auch seelisch ein bisschen besser. Wir werden gleich mal im Hintergrund gucken, ob wir dir mal helfen können. Es gibt sicherlich zahllose Selbsthilfegruppen von Transplantierten oder Leute, die kurz vor einer Transplantation stehen, entsprechend der Organe auch und so weiter. Schön. Können wir dir sehr gerne helfen. Ja, gerne. Sabine, wenn man so eine schwere Krankheit hat, setzt man sich ja zwangsläufig oder muss man sich zwangsläufig mit dem Tod auseinandersetzen? Richtig, genau. Wie ist das bei dir? Nicht einfach. Quasi schon seit Kindheit Probleme habe mit dem Thema Tod, dass ich da schon seit Kindheit Angstzustände habe, sobald darüber gesprochen wird. Das ist nicht einfach. Das heißt, da ist auf jeden Fall große Angst. Da ist keine Einstellung, dass du sagst, wenn es sich so entwickeln sollte, dass du dein Schicksal bereit bist anzunehmen, so ist das nicht. Nicht. Da kommt aber auch erschwerend hinzu, finde ich, in deinem Fall, dass du depressionserkrankt bist. Genau. Glaube, dass das gerade natürlich auch bei so einer Erkrankung wichtig ist, dass die Seele funktioniert, dass die Seele gut drauf ist. Das ist ja schon alles schwer genug, um das einigermaßen bewältigen zu können. Genau. Ja, ich sage, dagegen nehme ich halt Medikamente auch. Und ich merke, durch die Medikamente geht es mir auch relativ gut. Ja. Weil wir haben versucht, das mal ein bisschen runter zu reduzieren, aber da war es halt ziemlich schlecht gewesen. Nichts gegen diese Medikamente in dem Fall, aber vielleicht wäre so begleitend, wären so Gespräche mit, wie gesagt, ähnlich betroffen. Das habe ich. Also ich Ach, hab das ne, hast du. Ich habe eine Psychologin, mit der ich auch spreche. Also die begleitet mich schon. Nehmen wir mal den guten Fall an, dass alles so läuft, dass bald eine Transplantation stattfinden könnte. Und dass das auch gut funktioniert. Da hat man ja schon ganz tolle Sachen gesehen und gelesen. Ja. Dass es Leuten danach wieder richtig gut geht. Ja, die sogar unter Umständen Leistungssport oder Sport wieder betreiben. Das heißt, so ernst die Situation im Moment ist, es gibt aber auf jeden Fall auch noch eine ganz dicke Portion Hoffnung. Ja. Dass du auch irgendwann wieder in ein relativ normales Leben wirst gehen können. Ganz normal wird es wahrscheinlich nicht sein, weil man ja auch... Ich glaube, dann zeitlebens Medikamente nehmen muss. Aber dennoch hört sich das ja doch sehr gut an, was man ab und zu dann so mitbekommt in den Medien. Ja, ich hoffe, dass das alles klappen wird. Ja, dennoch ist das natürlich eine bedrückende Situation. Das will ich gar nicht, das ist mir schon klar. Liebe Sabine, ich würde gerne mal, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Erstmal so generell noch und dann soll die Magdalena, so heißt meine Psychologin, dir mal auch mal etwas helfen, ob wir dir die ein oder andere Selbst- oder Kontakthilfegruppe sagen können. Ja? Gerne, Domian. Das wäre vielleicht sehr, sehr gut und für dich auch sehr hilfreich. Das wäre sehr schön. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und drücke dir die Daumen, dass es bald alles gut wird, wie auch immer sich die Sache entwickelt. Danke, Domian. Domian, könnte ich vielleicht ein Autogramm von dir? Sehr gerne, sehr gerne. Dann sagst du meiner Psychologin gleich deine Anschrift. Okay, ich danke dir. Alles Liebe, alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss.
Steffi ist hier. Steffi ist 25. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Steffi. Na? Ja, und zwar, es geht um mich und meine Freundin. Wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen und unsere Eltern kennen uns auch sehr gut. Mhm. Ja, und jetzt seit knapp zwei, drei Monaten ist ein bisschen mehr zwischen uns passiert und wir haben auch schon immer denselben Freundeskreis gehabt. Ja, und jetzt wissen wir nicht, wie wir das klar machen sollen, den anderen eben halt gegenüber. Naja, euch selbst wahrscheinlich gegenüber auch. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Wir wissen schon, was wir beide wollen. Das ist nicht das Problem. Was wollt ihr denn? Ja, wir lieben uns schon beide irgendwo und ja, es ist gerade noch in der Anfangsphase, aber wir wissen schon, was wir wollen. Nur das Problem ist, wir haben schon immer denselben Freundeskreis gehabt und wir wissen nicht, ob die das jetzt verstehen. Mhm. Und aber das ist ja schon eine interessante Sache, wenn man so Sandkastenfreundinnen oder Freunde ist. Ja. Dass man dann irgendwann im hohen Alter von 25, so bist du jetzt, so alt und deine Freundin wahrscheinlich auch ungefähr in dem Alter. Ja, ein bisschen älter ist. Naja, ist ja egal, ungefähr ein bisschen älter. Dass dann so eine ganz neue Ebene aufkommt. Ja, das war für uns auch überraschend gewesen, weil das war eigentlich immer wie Schwestern. Genau, wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Also ganz ehrlich, wir haben ein bisschen was getrunken und dann wurde das aus Spaß, wurde irgendwie der erste Kuss und dann hat man sich angeguckt in der Diskothek, ja toll, dann machen wir jetzt weiter und war einfach nur Spaß gewesen, ja, und dann am nächsten Tag haben wir telefoniert und ja, es ging einfach so weiter und war einfach, wurde aus dem Spaß spaßiger Ernst. Richtig, ja. Genau. Würdest du denn jetzt sagen, dass ihr eigentlich heimlich schon zusammen seid? Ja, das auf jeden Fall. Also zwischen uns ist das schon beiden. Ganz klar. Und ist auch schon alle Experimente sind schon gemacht worden. Ihr hattet auch Sex miteinander und gefällt euch. Richtig, genau. Und war gut. War auf jeden Fall gut. War sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ihr seid aber auch, hoffe ich mal, solo, dass da kein Mann noch im Spiel ist im Moment. Nein, Mann ist nicht im Spiel. Das ist gut. Wir haben zwar beide wieder ein Kind und ihr habt kein Kind oder wieder ein Kind. Nee, ich habe einen Sohn und sie hat auch einen Sohn. Ach so, jeder ein Kind. Ach so. Ja, genau. Ah, verstehe. So, jetzt aber zu dem gemeinsamen Bekanntenkreis. Die denken, Steffi und deine Freundin, wie immer sie heißen mag, Jessica, das sind so richtig gute Busenfreundinnen. Ja. Die beschnattern alles zusammen und die gehen durch dick und dünn. Aber kein Mensch würde denken, dass ihr ein lesbisches Paar seid. Ja, das ist das Problem bei uns. Ich weiß nicht. Was würde denn passieren, wenn ihr ganz frank und frei irgendwann bei einer Party das sagen würdet oder euch so verhalten würdet, dass alle denken würden, hu, da ist wohl doch ein bisschen mehr. Ja, genau, das würde ich meinen. Die würden erst sagen, hu, seid ihr besoffen oder was? Ja. Die würden das gar nicht für ernst nehmen, glaube ich. Aber naja, nach einer gewissen Zeit würden sie es vielleicht dann doch für ernst nehmen. Ja, ich weiß nicht so genau, aber dann würden, ich kann das nicht so einschätzen, das ist das Problem bei mir. Also, das kann man natürlich nie einschätzen. Aber Gott sei Dank leben wir ja mittlerweile in einer Zeit, wo das nicht mehr so eine Katastrophe ist, wie vielleicht noch vor 20 Jahren oder so, wenn ein Homosexueller oder eine lesbische Geschichte auftaucht in der Familie. Macht es doch ganz einfach. Und dann wird sich die Spreu vom Weizen schon trennen. Da wird es ein paar Freunde geben, die erstmal ihr Weltbild neu korrigieren müssen und die dann denken, naja, die sind und bleiben trotzdem nett. Und wir bleiben mit ihnen befreundet und vielleicht wird es den einen oder anderen geben, der dann mit euch nichts mehr zu tun haben will. Okay, dann sagen wir gemeinsam Tschüss. Ja, okay, aber ich weiß nicht, das ist so eine komische Sache. So ja, das ist natürlich zum ersten Mal ein heftiger Schritt. Das ist mir völlig klar. Ja. Wenn man von der Identität her immer heterosexuell gelebt hat und auch so von allen anderen als heterosexuell eingestuft wird und plötzlich hat man eine Liebe zu einem gleichgeschlechtlichen Menschen. Also ich bin ganz ehrlich, für mich war es nicht so überraschend gewesen, weil ich hatte zwischendurch auch mal was mit einer Frau gehabt, auch wenn es nur Küssen war, aber jetzt so, dass es so offiziell ist. So. Ist das denn, was sind denn das für Leute? Sind das also erzkonservative oder streng religiöse Leute? Nein, absolut nicht. Die machen alle Party und hauen auf die Kacke, eigentlich so gesagt, aber bei euch Mädels ist das dann noch eher toleriert zurzeit immer noch als bei Jungs. Ihr Mädels knutscht doch immer irgendwie ein bisschen rum und Händchen da und Händchen hier und so etwas. Ja, macht's doch einfach, Mensch. Was reden wir lange? Ja, stimmt. Hast du irgendwas? Steffi, Mensch. Also ich finde ja das Allerwichtigste, dass ihr beiden euch klar seid, dass, was ihr wollt. So.
Und wenn ihr da völlig für euch im Reinen seid, dann lebt's ganz einfach so nach außen hin in eurem Freundeskreis, wie es nun mal ist. Und dann reiben sich die Leute ein bisschen die Augen und nach ein paar Monaten ist das Normalität und da redet man nicht mehr. Ja, drüber. Nur das Problem ist, unsere Mütter sind auch die besten Freundinnen und das Problem ist, ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Müssen, ob die uns überhaupt ernst nehmen. Muss die Mama durch. Ja. Muss die Mama durch. Die werden das schon ernst nehmen. Wenn die merken, dass das nicht nur so eine Spielerei ist, nehmen die das schon sehr ernst. Und da muss man Diskussionen führen und muss sich halt behaupten, aber so ist es. Was ist die Alternative? Die Alternative ist sich verstecken und sich verneinen und irgendwie im Geheimen leben. Das ist doch das. Das ist doch nichts. Das klingt ja auch. Nein, das geht auf keinen Fall. Also müsst ihr es machen. Da fühle ich mich auch nicht wohl, hast du schon recht. Ja, also vielleicht denn zuallererst den nächsten Leuten, Familie und so sagen, damit die das nicht um tausend Ecken erfahren und dann raus ins Partyleben, schön knutschen in der Öffentlichkeit und lasst es euch gut gehen. Meinst du? Ja, finde ich. Auf jeden Fall, Steffi. Wie heißt die Freundin? Jessica. Dann grüßt ihr mir ganz herzlich deine süße Jessica. Ja, super. Und euch beiden alles Glück der Welt wünsche ich. Ja, danke schön. Tschüss. Und dir noch schöne Nacht. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über unsere kostenfreie Telefonnummer oder mailt domain@wdr.de. Igor ist hier. Igor ist 22. Guten Morgen. Hallöchen, Jürgen. Ja. Ich rufe zum Thema von gestern an. Ja. Also, ich habe es geschafft. Ja. Was ich geschafft habe, also ich habe hier in Deutschland mein Abitur gemacht und bin jetzt Student. Ich gebe zu, das klingt jetzt nicht so toll. Kommst du aus einem anderen Land, oder? Exakt, ich bin halt eben 1986 geboren worden und bin in Jugoslawien geboren worden, den damaligen. Ja. 4 Jahre später gab es ja den bekannten Krieg und 1993 sind wir halt eben nach Deutschland ausgewandert, nachdem man versucht hat, meinen Vater umzubringen. Da unten. Eigentlich aus einem total lächerlichen Grund. Mein Vater ist eben Serbe, wie der Kollege eben schon. Mhm. Und meine Mutter ist Kroatin. Und die haben sich halt eben verliebt, geheiratet, Kinder gekriegt. Mhm. Und aus diesem Grund haben die Nachbarn meinem Vater nach dem Leben getrachtet. Aber ist es Gott sei Dank gut gegangen? Ja, zum Glück. Also da ist nichts passiert. Ihr seid dann 93 nach Deutschland gekommen? Genau. Da warst du wie alt, 93? Ich war 6,5. Kein Wort Deutsch, natürlich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gar nichts. Natürlich nicht. Ja, ich wurde dann halt eben nach einem halben Jahr hier in Deutschland, wurde ich eingeschult. Mhm. Meine Eltern hatten mir noch am Anfang gesagt, ja, wir sind bald wieder zurück, also wir sind hier nur um ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Von daher habe ich mir nicht so die Mega-Mühe gegeben, hier soziale Kontakte oder sonst irgendwas zu knüpfen. Mir war ja klar, ich bin bald wieder weg. Mhm. Aber so mit 6 Jahren kapiert man das vielleicht auch nicht so ganz richtig, ne? Nee, da versteht man noch nicht so viel. Ja, auf jeden Fall wurde ich dann halt eben eingeschult, ohne irgendwas zu können, ohne irgendwas zu wissen. Mhm. Und aber meine Eltern haben halt eben zu dem Zeitpunkt schon sehr Wert darauf gelegt, dass ich auch hier halt eben, falls der Fall kommt, dass wir hier bleiben, halt eben schulische Leistungen erbringe, gute schulische Leistungen. Mhm. Die habe ich auch geschafft. Abitur geschafft? Ja, Abitur geschafft mit einem Schnitt von 2,2, worauf ich auch sehr stolz bin. Gratulation. Ja, trotz Deutsch hart an der 5 vorbei. Ach, ehrlich? Danke mal. Ja, ich bin, also Schriftdeutsch ist absolut grauenvoll. Eine Entschuldigung an die Redaktion, die meine E-Mails lesen musste. Das tut mir schrecklich leid. Aber ich kann es nicht besser, ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich werde versuchen, mich zu verbessern. Ja, das musst du machen. Ja, aber ein Nachhilfelehrer von mir meinte, du bist so ein hoffnungsloser Fall. Guck, dass du so schnell wie möglich eine Sekretärin kriegst und dann hast du hier Ruhe damit. So, dein Studium. Ja, ich studiere Maschinenbau ich behaupte mal an der weltbesten Fakultät der Welt. Die wäre? Die wäre die RWTH Aachen. Aachen? Ja, das ist... Ja, hört man viel Gutes von. Ja, sehr viel. Das ist kritisch. Das ist sehr täuschend. Das täuscht drüber hinweg. Aber dann brauchst du da ja nicht so viel, zumindest nicht so viel mit dem Wort jonglieren. Nee, ja? Also das nicht. Also die sind auch zufrieden. Hauptsache, da steht irgendwas. 3 Wörter. Also das ist auch in den Vorlesungen. Die Professoren schreiben da auch kein richtiges Deutsch mehr. Da sieht man schon kritische Sachen. Aber das finde ich schon wirklich auch toll, dass du dann sagen kannst, ich habe es geschafft, ich habe das Abitur geschafft, ich bin jetzt an einer Universität, ich will Ingenieur werden. Mhm. Das ist schon eine stolze Leistung. Ja, das soll noch nicht das Ende sein. Das soll noch nicht das Ende sein. Was ist das Ziel? Hast du eins? So fest? Ja, das Ziel, also ich möchte jetzt erstmal, ich versuche jetzt in 2 Semestern mein Vordiplom zu schaffen, also in insgesamt 5, dann bin ich ein Semester über der Regelstudienzeit, was in Aachen absolut normal ist. Also wir sind als Beispiel 1020 Studenten, 900 des Maschinenbaus und noch 200, 300 von anderen Fakultäten. Also unser größter Hörsaal ist komplett überfüllt, wirklich mit Treppensitzen und alles drum und dran, wenn da mal Vollversammlung ist.
Ja, und normalerweise ist halt eben Regelstudienzeit in Aachen. Für das Vordiplom war bis jetzt Durchschnitt 8 Semester. Was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne mal machen? Ja, also ich möchte gerne mich mit Maschinen beschäftigen. Ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Luft- und Raumfahrt vielleicht. Ja. Vielleicht auch Fahrzeugtechnik, weiß ich noch nicht. Ich habe neulich einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass ihr, also die jungen Ingenieure oder überhaupt Ingenieure, wahnsinnig gefragt sind. Und dass ihr überhaupt keine Sorgen haben müsst in Sachen Anstellung oder guten Jobs. Ihr werdet alle gut unterkommen, wenn ihr einigermaßen gut seid. Und die Guten von euch, die werden mit Kusshand genommen. Ja, also uns wurde schon gesagt, beim ersten Tag wurde uns gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie hier Abschluss haben, bin ich mir sicher, dass Sie schon lange einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Wahnsinn, das ist ja toll. Das ist auch die Beruhigung, die ich empfinde. Also ich sitze jetzt auch wieder an Mathe dran. Ich habe man wacht ja was länger am Telefon, da habe ich ein bisschen was Mathe gerechnet. Ja. Und, sehr fleißig, mitten in der Nacht noch. Ah ja, ich war die letzten Wochen ziemlich voll, deswegen muss ich mal langsam loslegen. Verstehe. Klausuren kommen. War denn diese Studienwahl so eine rein pragmatische Überlegung, dass du sagtest, ja, hier dieser Berufszweig, der wird gesucht? Oder ist das eine Herzensentscheidung, dass du wirklich auch so ein Tüftler bist und gerne ja dich mit solchen technischen Sachen beschäftigst? Ja, also das war schon eher diese Herzensgeschichte. Also ich hatte überlegt, ich war naturwissenschaftlich schon in der Schule begabt, also war auf einer Gesamtschule und da wurde halt eben relativ schnell geschaut, wo sind die Begabungen, da konnte man frei wählen. Mhm. Und da habe ich mich relativ schnell in die Naturwissenschaften durchgeschlagen. Mhm. Hatte dann am Anfang vor, Physik zu studieren. Ja, und ich hatte so gedacht, die Physik ist jetzt so langsam am Ende, wie schon vor 100 Jahren, wieder mal natürlich ein Fehler. Allerdings, ja. Ja, natürlich, jetzt gerade erst die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie. Egal, aber. Und da war halt eben so der Hink, und ein Kollege von mir fing dann auch an zu studieren, der meinte, ja, schau dir doch mal Maschinenbau an, könnte was für dich sein, du bist doch so einer mit Autos und überhaupt. Mhm. Und ich bin dann zu einer Veranstaltung hingegangen, haben mir das angeschaut und ich dachte mir, super, hier gehörst du hin. Autos interessieren dich auch? Ja, Autos sowieso. Also, das heißt, ich liebe den Benzingeruch. Das heißt, du könntest vielleicht sogar ein ganz berühmter Autokonstrukteur mal irgendwann werden. Boah, so mein Gott, BMW, Porsche, wer drin hat. Sowas, ja. Wäre ich nicht abgeneigt, wenn die anrufen. Was ist für dich das beste Auto auf der Welt? Das beste Auto auf der Welt? Ah, oh, das ist kritisch. Aber ich bin mit Herz und Leib... Ah, doch, mir fällt eins ein. Die Cobra. Das ist eine ganz kleine Serie, wird handgefertigt. Aha. Und das Ding, also wenn du den Motor anlässt, den ersten Gang einlegst und das Gaspedal volle Kanne durchtrittst, geht's oben hoch, weil es so leicht ist. Das Ding ist genial. Und das Cobra ist echt cool. Das ist Was für ein Auto würdest du dir gerne kaufen wollen, abgesehen von Cobra? Ja, Cobra ist natürlich so ein kleiner Traum. Nö, also ich wäre ganz zufrieden mit einem kleinen Polo. Ja, auch das ist ja schon bescheiden. Ja, also ich meine, bei den Benzinpreisen ist das vollkommen legitim. Da hast du völlig. Also, wenn ich mal Geld habe, würde ich mir dann gerne mal einen BMW 5er leisten, aber... Verstehe. Ja, aber die Chancen sind wirklich gar nicht schlecht. Wenn wir uns in 10 Jahren nochmal unterhalten, dann fährst du eine S-Klasse oder ein 7er BMW sogar. Ja, das wäre meine Maßnahme. Also, sehr schön, dass du angerufen hast, Igor. Tolle Erfolgsgeschichte. Finde ich wirklich auch ganz toll, auch für Leute eben... die spät nach Deutschland gekommen sind, so durchzustarten und sich hier so Fuß zu fassen. Respekt, finde ich gut. Und ja, weiter so, weiter so. Man muss nur wollen. Ja, das ist genau mein Satz auch, man muss wollen. Also ich wohne auch in einem ziemlich heruntergekommenen Viertel, also was heißt heruntergekommen, also ziemlich großen Ausländerviertel, Ausländeranteil im Viertel, und ich fahre halt eben tagtäglich mit den Leuten, die... Ja, keine Perspektive mehr haben. Ja, du kennst die andere Seite auch, ja. Ja, ich finde es einfach nur so traurig, weil die Chancen stehen einem offen, wenn man, natürlich nur, wenn man gefördert wird. Also ich muss auch einen ganz riesen Dank an meine Eltern. Deine Eltern, ich wollte gerade sagen, Die haben mich unendlich gefördert, die haben auch Geld in mich reingesteckt, was ich gar nicht verdient habe, aber ich hoffe, ich kann es mal zurückzahlen. Ja, das darfst du nie vergessen, dass du dich dann irgendwann auch deinen Eltern gegenüber erkenntlich zeigst. Auf gar keinen Fall, also ich plane schon die ersten Geschenke für die, aber dafür dauert es noch ein bisschen, da muss ich mal mein Hauptdiplom machen und dann wird alles gut. Igor, toi, 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 komm gut weiter voran und eine tolle Karriere wünsche ich dir. Alles klar, ich danke. Alles Gute, tschüss. Daniel ist hier, Daniel ist 39. Hallo Daniel. Ja, schönen guten Morgen. Ja, Daniel, um was geht's bei dir? Hallo. Also es geht darum, dass ich letzte Woche herausgefunden habe, dass meine Ehefrau mich betrügt, und das geht schon seit letztem Sommer so. Wie lange seid ihr verheiratet? Also wir sind verheiratet 11 Jahre, Kind tun wir uns so circa 18 Jahre. Lange Zeit. Und seit wann, seit letztem Jahr hast du es irgendwie rausgekriegt? Nee, das hatte sie mir hinterher erzählt. Also rausgefunden habe ich es Anfang Februar. Da habe ich mal ihr Handy geschaut, was ich normalerweise nicht mache. Aber ich habe gesehen, dass sie in der Küche stand, hat irgendwas tippt. Ich bin reingekommen und dann verschwand es ganz schnell. Ja, und dann habe ich mir das nachts mal durchgelesen und dann stand dann, kam dann eine Antwort wohl von einer Hotline irgendwie, von ihrem, die arbeitet als Friseurin. Von ihrem Laden, und ich denke,
doch ab nachts keine SMS mehr und ich denke, lese mal durch. Mhm. Und da stand dann, ja, meine süße Maus und ich wünsche dir süße Träume und 1000 Küsse und all sowas. Mhm. Das haut ja. ein Mann vom Stuhl. Das hat mich ziemlich vom Stuhl gehauen, mhm. das muss ich sagen. Hast dann du sie sofort angesprochen? Erstmal habe ich die Nummer angerufen, ja. die mitgesendet wurde. Mhm. Und da ging dann die Mailbox dran. Mhm. Da habe ich dann den Namen rausbekommen. Dann war ich im Internet, habe mir erstmal die Adresse rausgesucht von dem guten Mann. Mhm. Und dabei habe ich dann erstmal bewenden lassen. Und dann habe ich meine Frau geweckt. Mhm. Nachts, ich weiß gar nicht mehr. Achso, das hast du alles dann in der Nacht noch gemacht? Das habe ich alles in der ja. Nacht gemacht, ja klar. So, und dann hast du die Frau geweckt und dann? Ja, habe ich sie darauf angesprochen. Ach, stell dich nicht so an, das ist ein Kunde von mir, wie gesagt, sie ist Friseurin. Mhm. Und die hat mich mal ein bisschen angemacht. Und seitdem, wir sind da mit ein paar Kolleginnen und wir verarschen ihn bloß. Jeder schreibt mal so eine SMS und der schreibt immer so ein Blödsinn zurück da mit so Kosenamen und all sowas. Und aber das war eine Ausrede? Ja, natürlich war es eine Ausrede, mhm. klar. Habe ich natürlich auch nicht geglaubt. Ich habe es jetzt erstmal bewenden lassen bei der ganzen Sache dann mhm. soweit. Wann hat sie denn dann die Sachen komplett zugegeben? Zugegeben, also es ging ja noch weiter. Ich war ja dann ja auch nicht ganz untätig. Ich bin dann mal, wenn sie tagsüber arbeitet, also ich arbeite nachts, komme morgens wieder, dann fährt sie gerade zur Arbeit. Mhm. Dann bin ich zu ihrem Auto gefahren, ich wusste ja, wo es steht. Dann habe ich da mal ein bisschen rumgewühlt, habe einen Beutel gefunden mit Unterwäsche drin, Zahnbürste, Deo und all so ein Zeug. Eieieiei. Da habe ich sie dann natürlich sofort angerufen auf der Arbeit, habe ihr das unter der Nase gehalten und sagt sie, ja, du weißt doch, ich gehe doch abends mal weg, ich bin doch abends bei einer Freundin öfter mal. Hm. Also okay, sie hat immer wieder Ausreden gehabt, aber heute hat sie zugestanden. Heute, der Stand der Dinge heute ist, dass sie sagt, ja, da gibt es jemand anderen. Ja, das hat sie mir dann letzten Donnerstag, bin ich bei dem Typen vor der Haustür vorbeigefahren und da stand ihr Auto. Also. Konnte sie nicht mehr anders. Achso, und das heißt, quasi erst seit letzter Woche hat sie dann auch gesagt, ja, es ist so. Richtig. Und sie streitet es im Moment nicht mehr ab. Nein, sie streitet gar nicht mehr. Ja, und das geht dann halt schon doch ein Jahr ungefähr. Ja, so circa. Und wie, was hat sie darüber erzählt? Wie ernst zu nehmen ist das? Was ist das, eine Sexaffäre? Ist das eine Liebesgeschichte? Was ist da los? Das ist es. Also sie sagt, sie liebt ihn nicht. Ich verstehe das auch nicht ganz. Ne? Sie sagt, sie liebt ihn nicht und das ist wohl, er ist 10 Jahre älter als sie. Mhm. Sie kann es sich selber nicht erklären. Sie sagt immer, sie weiß auch nicht, warum sie das gemacht hat. Warum? Sie weiß es einfach nicht. Ne? Da kann ich ja immer drauf. Da kann ich super gut. Da kann ich, wenn erwachsene Leute, die seit einem Jahr irgend so eine Beziehung haben und sagen, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das tue. Ich weiß es nicht, warum ich das tue. Das ist doch absurd, ist das. Als du da vor die Tür gefahren bist und hast ihr Auto da stehen sehen, ja. was hast du gemacht? Hast du da geklingelt oder bist du weggefahren wieder? Ich habe geklingelt bei dem Typen. Ich wusste natürlich, wo er wohnt, der Fall. Und er hat aber keiner aufgemacht. Dann habe ich versucht, sie über Handy anzurufen. Das hat aber nur geklingelt und sie sagte mir hinterher, sie hat auf lautlos gestellt. Mhm. Und die waren wohl in der Pizzeria oder so, hat sie mir gesagt. Ja. Habt ihr Kinder, ihr beiden? Nee, wir haben keine Kinder. Keine Kinder. Also die junge Dame, wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist auch 39. So, die junge Dame weiß überhaupt nicht, warum sie tut, was sie tut. Genau. Ne, so hat sie es jetzt gesagt. Und wie gedenkt die junge Dame, sich weiter zu verhalten? Was sagt also sie? Sie hat jetzt offiziell beendet. Wir sind letztens bei ihm vorbeigefahren. Sie hat einen Zettel geschrieben, wo dann draufsteht, er möchte nicht mehr anrufen. Und sie möchte doch, sie hätte sich für mich entschieden oder irgendwie so. Mhm. Ja, und da bin ich auch mitgefahren und den hat sie dann bei ihm im Briefkasten geschmissen halt. Aber das Vertrauen ist natürlich erschüttert. Ich bin total erschüttert. Das Vertrauen ist natürlich erschüttert. Ja, natürlich, ja. Der kommt ja weiterhin noch zu ihnen leiden und so. Ja. Ja, wie siehst du es denn für dich, wie es weitergehen soll? Ja, also ich möchte sie nicht verlieren, das ist das Problem. Ne? Also viele Kollegen haben natürlich gesagt, sieh zu, dass du dich von der guten Frau trennst. Ne? Mhm. Naja, aber, interessant wäre ja, einfach ein Gespräche wären wichtig. Gespräche wären wichtig. Ja, warum zum Beispiel sie das getan hat? Hat sie, vermisst sie etwas in eurer Ehe? Vermisst sie etwas an dir? Offensichtlich, wenn sie sagt, sie war nicht in ihn verliebt, war es also eine reine Sexgeschichte. Das kann ich nicht sagen. Ja, was sonst? Die werden nicht zusammengesessen haben und haben sich irgendwie unterhalten. Ja. Wahrscheinlich nicht. Wie ist denn euer Sex gewesen in der letzten Zeit so? Ja, normal. Ich finde normal eigentlich. Ja. Wie gesagt, bis Anfang des Jahres war ich noch jede Woche weg. Jetzt komme ich aber mittlerweile jeden Morgen nach Hause. Ja. Also die komplette Woche dann. Ja.
Mhm. Also, Achso, du warst vorher wie lange immer insgesamt weg, gar nicht zu Hause? Immer eine ganze Woche lang und das immer eine ganze Woche, verstehe. Ja. Mhm. Ja, ja. Ist die Frau auf falsche Gedanken gekommen. Ja, das. Mhm. Ich fände es ja wichtig, Daniel, damit, also ich meine, du sagst ja, du bist ja bereit zu vergeben, höre ich ja aus. Klar. Obwohl das schon ein Hammer ist, wenn sie ein ganzes Jahr dich so hintergangen hat und vor allen Dingen dich auch noch eine Weile belogen hat und sich hat versucht rauszureden, das macht das Ganze ja noch schlimmer. Ja, ne? Richtig. Das muss man ja auch nochmal so sagen. Richtig. Wenn sie gleich sofort gesagt hätte, ja, okay, so und so, aber nein, sie hat ja versucht noch wieder aus. Also ich fände es wichtig, wenn ihr beide in eine Gesprächssituation kommen würdet. Offensichtlich funktioniert das aber nicht alleine, das schafft ihr beiden nicht. Wie wäre es mit einer Eheberatung? Ja, das wäre schon in Ordnung, aber da hält meine Frau überhaupt nichts von. Tja, aber warum nicht? Das weiß ich nicht. Also sie sagt da mit Psychologen und sowas, das ist, nee, sagt sie das. Ja, dann sag ihr mal, dann soll sie mal den Mund alleine aufmachen. Jo. Das ist eine gute Idee. Ja, ich meine, Daniel, du kannst ja auch nicht alles mit dir machen lassen. Die tanzt dir ja auf der Nase rum. Sie sagt dir so nix, dann will sie nicht zur Eheberatung gehen, weil da vielleicht ein Psychologe ist, der irgendwie vielleicht konkrete Fragen stellt und sie nicht so leicht aus der Zange nimmt. Wie soll das weitergehen? Dass du immer alles so hinnimmst, wie es sich halt so ergeben hat? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Denn ich garantiere dir, dann passiert es über kurz oder lang, passiert es wieder. Ja, das ist ja die Befürchtung, die ich auch habe. Deswegen muss klar geklärt werden, warum das passiert ist, was da los ist, ob sie wirklich auch vielleicht sich in der Beziehung langweilt oder ob du sie vernachlässigst oder dass sie sich so fühlt und so weiter. Und das fände ich in so einem Rahmen schon sehr gut. Ich würde gerne Folgendes vorschlagen. Ich möchte dir doch gerne mal eine Adresse von einer Eheberatung in deiner Umgebung dir an die Hand geben. Ja, das wäre natürlich. Leg's ihr doch mal hin als Vorschlag. Und wenn du alleine überhaupt nicht weiterkommst und irgendwie sie nur zumacht und du vor Wände rennst, dann gehst du da erstmal alleine hin. Und das kannst du ihr auch sagen. Vielleicht setzt sie das ein bisschen auch unter Zugzwang und Druck, selbst etwas dann auch zu machen. Da würde ich dich bitten aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen und sie wird dir eine entsprechende Adresse geben. Ja klar, mache ich. Mein Lieber, ich hoffe, die Sache regelt sich wieder. Ja, das möchte ich auch hoffen. Das hoffe ich auch sehr für euch beiden. Alles Gute, Daniel. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Christa. Christa ist 64. Guten Morgen, Christa. Ja, Jürgen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ganz kurz einen Satz vorweg. Dankeschön, dass es dich gibt. Wie nett. Du hast mich ganz verlegen. Jahre begleitet ihr mich durch fast jede Nacht und wirklich danke, dass es dich gibt. Ich habe ein Riesenproblem mit meiner Mutter. Ja. Das geht schon mein ganzes Leben. Jetzt, wo ich älter werde, belastet mich es mich natürlich immer mehr. Wie alt ist denn die Mama? Bitte? Wie alt ist die Mama? Das ist 93. 93. Mhm. Ja, also man muss ja heute einiges zugute halten. Meine Mutter hasst mich. Hasst dich? Ja. Immer schon? Das hat sie jetzt am Muttertag, am Sonntag. Deswegen, ich habe am Sonntagabend wirklich, ich bin kein Mensch dazu neigt, sich umzubringen. Aber da habe ich wirklich zu Hause dann gesessen, habe gesagt, bring dich um, dann bin ich weg. Die Mutter hat zu dir am Muttertag gesagt, sie hasst dich? Sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern sie hat, ich bin dann wirklich, ich habe ihre Wohnung verlassen, weil sie dann plötzlich mit dem Teller nach mir warf und habe nur noch gedacht, raus und bin dann aber im dritten Haus stehen geblieben, weil ich einfach nicht mehr konnte. Mhm. Ich dachte, ich kriege noch vor ihren Herzinfarkt. Und da habe ich gehört, wie sie in der Küche ganz laut gebrüllt hat, hätte ich sie doch als Kind sterben lassen und ich hasse sie, ich kann sie nicht mehr sehen. Das ist ja furchtbar. Ist deine Mutter geistig noch ganz auf dem Land? Völlig fit. Also sie ist so fit, auch gesundheitlich. Ne? Sie hat ein schwaches Herz, aber sonst. Aber wenn sie jetzt so einen Hassausbruch hat, muss das doch schon immer so gewesen sein. Wie hat sie dich denn behandelt früher? Jetzt auch so meine ganze Kindheit an mir Revue passieren lassen. Mein Vater ist sehr früh, also jahrelang, ich weiß erst seit 15 Jahren, dass mein Vater sich das Leben genommen hat. Mhm. Sie hat immer gesagt, er ist verunglückt. Mhm. Frage ich mich auch, warum? Gut, da war ich 9 Jahre alt.
gut, ein kleines Kind. Okay, kann man noch, in den Zeiten kann man das noch so nachsehen. Verstehe ich, aber irgendwann später. Ne? Ich habe das eigentlich durch fremde Leute erfahren. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe zwei Brüder. Ja. Einer ist 3 Jahre älter und einer ist 9 Jahre jünger. Ja. Und meine Brüder, die liebt sie abgöttisch. Mhm. Aber nochmal die Frage, die vielen, vielen Jahrzehnte, wenn du so zurückdenkst, hat sie dich immer eher kalt behandelt? Ja. Und das ist das, was ich einfach nicht begreife. Und ich frage nach diesem Warum. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn ich wüsste, warum, dann könnte ich damit umgehen. Mhm. Ja? Also die Jungs immer gut behandelt, bevorzugt. Ja, also und das mein Mädchen... älterer Bruder zum Beispiel, der hat auch mal 10 Jahre die Tür zugemacht und gesagt, Mutter, ich will dich nie wieder sehen, weil er auch zwischen meine Ehe gegangen ist und so weiter. Die ist auch deswegen kaputt gegangen. Ist sie eher so ein Tyrannentyp, die Mutter? Eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich ist sie sogar ja, seelisch und labil, eigentlich ein bisschen eher labil. Mhm. Mhm. Und ich, gut, ich bin ein ganz anderer Typ als sie, also meine Mutter, ne, wie das früher eben so war, ne, ich saß immer am Kochtopf und putzen, da habe ich mal gedacht, so werde ich mein Leben nie, Beruf, was von der Welt sehen, Geld verdienen. Ich vermute mal, dass deine, dass ein Gespräch wahrscheinlich gar nicht mehr funktioniert. Nein, kann nee, nicht. Das geht nicht. Nein. Gibt es denn noch ältere Verwandte, die vielleicht ein wenig in dieses Geheimnis lüften könnten? Warum? Nein, gibt es, auch nicht mehr. Weil irgendwas muss ja da sein, dass deine Mutter dich nicht wollte. Ja, ich habe sie immer, also das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, Mutti, warum nimmst du mich nicht in den Arm? Mhm. Ja, wenn ich komme, ich nehme dich in den Arm. Mhm. Dann hatte sie als erstes einmal dann, ja, du bist geschminkt. Beim nächsten Mal hatte ich Parfüm an mir, beim übernächsten Mal roch ich angeblich nach Rauch, obwohl ich überhaupt nicht geraucht habe. Also immer Ausreden. Hat sie dich als kleines Kind in den Arm genommen? Nein, auch nicht. Mhm. Aber meine beiden Brüder. Mhm. Und bist das du, ist das, bist du das Kind... Bitte? Bist du das Kind des Mannes, der auch Vater deiner Brüder ist? Jürgen, du sagst es etwas. Ich bin vor 3 Jahren zu einem Psychotherapeuten mal gegangen, weil ich mich auch da schon nicht mehr konnte. Mhm. Und der hat mich das Gleiche gefragt, ob es sein könnte. Mhm. Ja, wie soll ich das rausfinden? Mhm. Das kann ich aber meiner Mutter heute in ihrem Alter auch nicht mehr sagen oder sie fragen. Nee. Ich glaube, dann würde sie mich totschlagen. Jetzt wirklich. Ich, naja, ich finde es sehr schwer in der Situation. Du bist eine Frau von 64, die Mutter ist über 90. Ja. Wie findet man da jetzt noch eine verträgliche Basis miteinander? Ja, ich habe immer versucht, wenigstens so weit, also sie war vor 3 Jahren auch so krank, dass wir auch dachten, jetzt ist zu Ende, es geht zu Ende. Und ich bin immer für sie da. Mhm. Ich bin, also im Gegensatz zu meinen Brüdern, ich mache mir Gedanken. Christa, ich muss mal kurz schnell was sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Du, die Verhältnisse werden nicht mehr zu ändern sein, das ist zu spät. Die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, nur, dass du dich freundlich und respektvoll der Mutter gegenüber verhältst, aber nicht zu nah an sie rangehst mehr. Ich kann doch jetzt gar nicht mehr. Sie will mich nicht mehr sehen und ich kann nicht mehr. Ja, dann musst du das respektieren. So schlimm das auch für dich ist. So schlimm das für dich ist. Jürgen, ihr habt doch im Hintergrund jemanden. Ja, das machen wir jetzt auch. Mit jemandem sprechen. Absolut, sehr gerne. Weil die Sendung jetzt auch vorbei ist. Liebe Christa, dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder zurück. Das heißt, Magdalena ruft dich zurück. Kann ich mich drauf verlassen? Ja, hundertprozentig. Bis gleich, meine Liebe. Ja. Tschüss. In der Technik, Axel Dühlmann, heute Nacht. Und ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Und wir melden uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr 1 Festival.